Ich bin wieder da, zurück aus der Isolation, beim ersten Mal baden. Und es ist erstens gut und es ist erstens nass und es ist erstens kalt, aber es ist super und ich muss da wieder raus. So, das perlt alles ab von mir. Das ist der James Bond-Effekt, ist das. Das erste Mal baden gehen, das perlt einfach ab, das Wasser, das perlt einfach ab. Das perlt ab, wie zum Beispiel die Kritik der Frau Kainberger in den Salzburger Nachrichten vom Dienstag. Die Kulturschaffenden zu wenig kreativ, die spielen nicht wahrscheinlich, hat gerade keiner vor ihrer Nase gespielt. Es perlt alles ab, das perlt ab von mir. Und zwar, weil wir nämlich wieder da sind. Wir tauchen wieder auf, heraus aus dem ersten Mal baden gehen. Und wir sind wieder da und es perlt ab. Die Kritik perlt ab, die Vergangenheit perlt ab. Man muss immer noch dranbleiben, man muss noch ein bisschen vorsichtig sein, aufpassen, keine Frage. Aber wir sind wieder da. Was heißt das jetzt? Was können wir jetzt wieder zum ersten Mal? Zum ersten Mal kann man wieder baden gehen. Das habe ich erledigt, ich habe versprochen, ich mache dafür ein Video. Zum ersten Mal dürfen die Flugzeuge wieder fliegen. Ich weiß nicht, ob man es hört. Die Flugzeuge dürfen einfach wieder fliegen. Wir dürfen wieder heraußen sein. Ich bin ohne Mund-Nasen-Schutz da, obwohl den braucht man noch. Ja? Und zum ersten Mal habe ich wieder einen Live-Auftritt vor mir. 17.06. Academy Bar in Salzburg um 19.29 Uhr. Bitte reserviert euch Karten, weil man muss dort nur immer mit Abstand und so weiter Platz freilassen. Drum rechtzeitig melden. Die Adresse, E-Mail, wo man sich meldet, haben wir eingeblendet. Ja? Also bei der Academy Bar in Salzburg einen Sitzplatz für die erste wieder Live-Veranstaltung reservieren. Was kann man noch wieder machen? Man kann zum ersten Mal jetzt die DVD von mir bei www.vogel-kabarett.at bestellen, ohne dass man sagt, jetzt bleibt mir gar nichts anderes übrig. Nein, weil man will, weil man hergeht und sagt, ich will aus freien Stücken heraus. Nicht, weil ich sitze zu Hause, ich kann eh nichts anderes machen, ich muss. Nein, man darf. Und, was kann man noch machen? Und ich halte das für ganz, ganz geschickt. Einfach ein bisschen anfangen, wieder aufhören zum Jammern. Ja, und hätten wir doch, und wäre das nicht alles anders gegangen, und waren wir damals, und wenn die Entscheidung nicht, ja. Wir nennen das übrigens ganz gern Rückschaufehler in der Psychodramatologie, wenn es um Traumareaktionen geht. Wer sich darüber ein bisschen informieren möchte, ich habe mit zwei Kolleginnen gemeinsam ein Angebot aus diesem Eck Krisenintervention und Unterstützung, www.interventplus.com. Wer sich informieren möchte, kann dort vorbeischauen, ist allerdings der wissenschaftliche Zugang, um vielleicht auch zu fragen, wo kann ich Unterstützung kriegen, beziehungsweise vor allem für Organisationen auch Unterstützung kriegen. Hör mal auf zum Jammern. Dieses die haben es anders, das hätten wir so machen müssen, wenn man das doch anders gemacht hätte. Man nennt es eben diesen Rückschaufehler. Gary Foltek vom Roten Kreuz hat das sehr schön formuliert. Er hat gesagt, die Lottozahlen nach der Ziehung wissen ist leicht. Vor der Ziehung die Lottozahlen wissen macht reich. Ja? Man hat Entscheidungen treffen müssen. Und ich finde, wir haben es ganz gut hingekriegt. Aufhören zum Jammern. Einfach wieder anfangen. Was tun? Wie ich. Erste Mal baden gehen. Erste Mal wieder spülen. Hergehen und sagen, nicht hergehen und sagen, nein, das wird wieder alles wie früher. Keiner hat sich was gemerkt. Und das wird alles nicht mehr. Diese guten Sachen, das mit dem in der Region und das so viele Autos sind wieder. Ja, dann einfach hergehen und machen. Selber. Hergehen und sagen, ich kaufe in der Region, dann kommt das Zeug aus der Region. Hergehen und sagen, ich fahre mit dem Radl, dann bin ich mit dem Radl gefahren und weniger mit dem Auto und ohne Mund-Nasen-Schutz. Also einfach hergehen und die Dinge wieder tun. Was können wir zum ersten Videos schauen, weil wir wollen, Videos drehen, weil ich will, Videos reinstellen, mache ich auch, aber ich freue mich auf die
erste Live-Veranstaltung wieder, live bei euch, nämlich in der Academy Bar am 17.06. und im Autokino im Juli. Da kriege ich noch den Termin, wann das genau sein wird. Die Lisi Fuchs ist da noch am Jonglieren. Sobald ich den habe, gibt es von mir wieder ein Video, eine Info. Und Fake News haben wir noch zum Schluss. Ich will ja nicht zu viel verbreiten, aber wenn wir kurz in die USA hinüberschauen, stellt sich schon eine Frage, nämlich so geht Präsident? Und im ersten Moment würde man sagen, na, so geht Präsident nicht. Doch, wenn man schaut, so macht der Präsident seinen Präsidentenjob. Jetzt, was ist das? Fake News? Aber ich glaube, wir schauen uns da in aller Ruhe den Herbst an. Bleibt's gesund. Servus.